Welche Köderalternative gibt es denn eigentlich für den Mistwurm am Windenbach? Ich stehe jetzt hier schon das zweite Mal, ungefähr eine knappe halbe Stunde, und ich muss sagen, et lübt. Also gar nicht so schlecht. Zweite Mal, dass ich jetzt hier speziell an dieser Stelle stehe und mir einen Fisch nach dem anderen hier rausziehe. In wirklich guter Frequenz. Hohe Frequenz, unterschiedlichste Fische und die Größen, na gut, die Größen sind natürlich noch recht klein, denn ich bin ja auch mit kleinen Haken hier unterwegs. Das heißt, ich könnte natürlich hier auch ein bisschen größere Haken verwenden, wenn ich denn was gezielt haben will. Will ich aber gar nicht, denn gerade am Windenbach kann man ja hervorragend die ganzen Kaffeeaufträge auch absolvieren mit kleinen und unmaßigen Fischen. Und da gibt es gerade wieder einiges drin. Was hier an der Stelle auch vor ein, zwei Tagen schon hervorragend funktioniert hat, waren eine ganz, ganz große Anzahl an Muscheln, die mit reingeballert sind. Ebenfalls auf diesen Köder. Heute sind die eher ein bisschen weniger. Doch, da ist er wieder. Heute sind eher ein bisschen weniger Muscheln bisher unterwegs. Ich habe jetzt diesmal ein bisschen weiter mal ausgeworfen. Mal gucken, ob die Muscheln vielleicht weiter draußen unterwegs sind. Ansonsten war ich auch gerne direkt hier vorne. So, hier sehr, sehr ufernah unterwegs, gerade auch in den Morgenstunden und Abendstunden für Kaulbarsch zum Beispiel. Heißt also, für jemanden, der gerade noch nicht so weit ist vom Level und einfach mal eine schön hohe Frequenz haben will und natürlich dadurch auch viele XP fürs Grundangeln machen will, ist das gerade richtig. Wenn wir gerade mal reinschauen hier in den Kescher, sehen wir jede Menge unterschiedliche Fische vom Gründling, Rotauge, Güster, Muschel, Schläfer, Grundel, die Barsche natürlich, die Kaulbarsche. Also jede Menge unterschiedliche Fische, kleine Brasse war sogar mit dabei. Und dadurch kriegen wir eben auch eher mal Grundangel-Skillpunkte mit rein. Was natürlich auch wichtig ist, gerade wenn man im Levelbereich unterwegs ist. Für alle, die schon höher sind vom Level, man kann hier sehr gut Köderfische rausziehen. Und das werde ich jetzt die Tage auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich brauche noch mehr Köderfische. Ich will ein bisschen mehr mit Köderfischen rumprobieren. Nicht nur Kaulbarsch, sondern eben auch kleine Rotaugen. Dass man damit mal wieder ein bisschen rumprobiert. Und damit dann eben auch auf Hecht oder sowas geht. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Oder dann natürlich auch die Muscheln weiter verarbeitet, um dann im Endgame-Bereich vielleicht auf Störe zu angeln. Zack, und weiter geht's. Also, wir gucken mal eben kurz nochmal rein vom Setup. Wie ist es zusammengebaut? Ich bin ja hier gerade tatsächlich mit dem Tutorial-Account unterwegs. Und stand hier auch, wie gesagt, vor ein paar Tagen schon. Und das Set ist halt ist super simpel zusammengebaut. Ne? Einfaches Feeder-Set Start mit 18er Haken, noch nicht mal ein Vorfach in Verwendung gerade. 18er Haken und Zuckmücke, Alden. Die olle Zuckmücke macht gerade hier das Rennen. Wer hätte es gedacht, dass der komische Wursthaken überhaupt noch mal irgendwie für was zu gebrauchen ist. Zuckmücke, gar nicht schlecht gerade. Und wie gesagt, von der Frequenz her echt top. Kann man wirklich mal machen. Ach du Schande, dann geht wieder los hier. Auch hier, ihr seht, auch von den Größen 500er Barsch, Alter. Gar nicht verkehrt. Und das auf eben so einen kleinen Haken auch, ne? Also wenn man hier gezielt auf Barsche aus ist, ich würde dann tatsächlich einen etwas größeren Haken verwenden. Vielleicht sowas wie einen 14er. Das passt dann vielleicht schon ein bisschen besser. Also gerade auch für kleinere Angler, ne, dann kann man eben auch einen etwas größeren Haken verwenden. Ansonsten sind 18er Haken für einen Windenbach immer top. Super Frequenz, das ist halt immer wichtig. Hohe Frequenz, viele unterschiedliche Fische, damit man, wie gesagt, sehr schnell in die Skillpunkte auch reinkommt. Und wie gesagt, für die größeren Angler dann eben die Köderfische. Die sind halt interessant. Barschköfis, Rotaugenköfis und Muscheln. Ich ziehe noch ein bisschen durch und dann verkaufen wir das Ganze, denn die Kaffeeaufträge sehen gerade auch richtig gut aus. Funktioniert der Köder auch in der Nacht?
absolut. Ich habe mittlerweile jetzt hier schon über 60 Fische rausgezogen in ungefähr, ja, in gut 45 Minuten. Also eine super Frequenz, gerade auch noch schön den Muscheln mitgenommen. Hier geht es weiter. Ich würde natürlich im höheren Levelbereich lieber die Chance wahrnehmen auf den Don Kaulbarsch. Deswegen würde ich dann in der Nacht natürlich mit einem großen Account vielleicht doch eher auf den Mistwurm wieder wechseln. Aber ansonsten für die Frequenz und auch da wieder für die Anzahl der Fische, auch in der Nacht. Also Tag wie Nacht, sensationell. Stelle nochmal schnell gezeigt, das ist hier oben ganz rechts hinter der Kurve sozusagen. Direkt hier kurz vor dem 1-Meter-Loch. Das war auch mal eine Stelle, die ich auch schon mal beangelt hatte für Döbel mit Grashüpfer war es. Genau. So, nun aber mal schnell zum Fischmarkt, mal eben gucken, was das Ganze denn hier so gebracht hat. Der erste Weg führt natürlich ins Café und hier haben wir verschiedene Muschelaufträge tatsächlich drin. Sehr gut, die eine Muschel können wir hier verkaufen für 15, dann haben wir hier die nächste, na, für die große reicht es nicht. Dann haben wir immerhin auch noch mal knapp 4 Silber dabei, Karauschen hatten wir nicht, Grundel fange ich bestimmt gleich noch eine. Eine Nase, dafür ist auch noch nicht gereicht. Also das sieht auch im Großen und Ganzen ganz okay aus. Und in Gänze, wenn wir hier nochmal nach Preisen sortieren, eine dicke Brasse ist sogar auch reingegangen hier. Und die Kaulbarsche, das schmeckt auch. Knappe 40 Silber aus dem Kaffeeauftrag, große Frequenz. Ja, und Köderfische sind auch jede Menge dabei. Kann ich natürlich mit dem Account noch nicht machen. Aber hier zählt jetzt, wie gesagt, Frequenz. Die Chance auf Köderfische und vor allem Grundangel XP. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, damit du die nachfolgenden Videos auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.